Willkommen zurück. Mein Name ist Coach, wir spielen Recore. Oh, was hat er jetzt gefunden? Okay. Sicherheitsbots. Gut. Vielleicht wissen die, was hier vor sich geht. Du willst den Kern? Warum? Victor verlangt es. Wer zur Hölle ist Victor? Oh! Mac! Hey, was ist denn los? Ich werde ihn diesen Bots nicht einfach überlassen. Voll angreifen, Mac! Und haben wir es jetzt? Na, komm. War es das jetzt schon? War das jetzt unser Kampf? Ich dachte auch immer noch einer. Hab ich mich wohl verguckt. Ist auch lang, geht sehr schnell, finde ich jetzt. Na gut, auf ein neues. Aber wir sind draufstellen. Nach, ob hier was ist. Lassen wir erstmal suchen und öffnen das. Ui, große Tür. Wer ist Victor? Ist es der Oberroboter? Oder ist es noch ein anderer Mensch? Jetzt mit der Vega. Also wenn wir irgendwann Gegner ankommen können, dann haben wir dann eine Chance, den Kern sofort rauszuziehen. Interessant. Gut zu wissen. Wieder ein bisschen. Ich habe mal Zeit durchzuatmen. Das Geschehene sacken zu lassen. Ja, haben wir es jetzt endlich. Wir konnten nicht all die schwere Ausrüstung auf Schiffe laden und nach Neu-Eden bringen. Stattdessen sollten sie die Kernbots vor Ort bauen. So. Wir haben wieder einen Schnellreisepunkt gefunden. Das Notsignal kommt vom anderen Ende dieser Grube. Wow. Wo ist er? Heck? Oh. Da ist ein Feind. Weiß nicht. Gut, lass mal kurz, da wir hier oben sind. Also versuchen darüber zu kommen, um das eine Teil. Und das schaffen wir nicht. Okay.
Oh, wir sind gleich tot. Okay, gleich tot. Wir sind tot. Da hat uns der Router gefunden. Dem hatten wir nichts dagegen zu setzen. Schade, dass es jetzt wieder lädt. Und das so lang. Obwohl wir gerade da waren. So, na, geht's jetzt los? Ui, das dauert aber. Ja, hier sind wir gerade lang gegangen und da sind wir auch schon gestorben. An den kleinen Tierchen hier unten. Auch schöner Wittel auch mit dem Schwanz. Bestimmt auch ein ganz lieber. Nur ein bisschen misstrauisch einer gegenüber. Okay, wir warten mal, bis er wieder da rumsitzt. Und dann versuchen wir es nochmal leiser. Oder? Das war falsch. Ui, hat es nicht funktioniert und wäre auch fast in die Hose gegangen. Aber gut. Und das noch. Schön. Haben wir soweit alles? Mehr habe ich gefunden. Da oben ist noch Wasser, aber da komme ich gerade nicht hin. Deswegen gehen wir weiter und hoffen mal, dass wir noch irgendwas finden, was uns dabei behilflich sein kann. Was? Wo ist denn was? Ich hab jetzt gerade nichts gesehen. Da vorne, das. Da war was. Da ist es wieder. Und haben es. Wird normalerweise gestört von denen hier. Ich weiß gar nicht, was das Gelbe. Das Rot ist für Verteidigung, das Blau für Energie und das Gelbe auch für irgendwas. Oh, da liegt aber viel rum. Die Grube ist zu tief. Da müssen wir drum herum gehen. Na klar.
So, haben wir das erstmal gefunden? Weiß gar nicht, ob wir hier durchkommen. Sieht nicht so aus. Ist hier eine Kiste, die wir auch öffnen können? Ja, aber mit einer Kiste. Schön. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Und da habe ich einen Kopf gefunden. In Gelb. Und hier geht es nicht lang, deswegen müssen wir in die andere Richtung gehen. Ich weiß gar nicht, ob das dann die ganzen paar 90 Jahre lang gemacht hat. Müsste ja bald mal fertig sein und bauen. Diese Tunnel sehen ganz schön mitgenommen aus. Was ist mit den Kernbots passiert, die sie warten sollten? Ich habe keine Ahnung. Aber weg damit. Hammer, Hammer. Weiß gar nicht, was er mal gemacht hat. Gut, gehen wir weiter. Ein bisschen müssen wir auch mal kehren wieder. Sieht ein bisschen mitgenommen aus. Noch ein Bruch im Tunnel. Wenn wir die Schwebeplatten richtig anordnen, können wir mit ihnen hinübergelangen. Die Energiezellenbots der Platte fehlen. Wo sind die kleinen Kerle wohl hin? Wir müssen die abhauen. Komm, jetzt vorschießen. Okay, aber sonst bringt es nicht. Gut, hier ist wieder ein Schnellreisepunkt. Und hier geht's lang. Rot ist gut, weiß ist schlecht. Wenn es weiß leuchtet, dann ist es halt. Dann ist es kurz vorm Reisen. Jemand einen Haufen Zellenbots ein. Ja, macht man nicht. Nicht nett. Da haben wir einen gefunden. Hier liegt auch nichts. Und mal gucken, was hier oben ist. Hier ist unser Kumpel. Das sind wir und hier geht es. Mal kurz hier hoch, um bessere Übersicht zu haben. Wow, geschafft. Schön. Haben wir den zweiten. Bei mir bist du sicher. Hier ist eine Kiste und die können wir nicht öffnen. Doch, die können wir öffnen. Auf mit dir. Schön, da haben wir, wie sieht er aus, einen roten. Okay. Jetzt falle ich gerade. Okay, da drüben hin. Hammer. Okay, jetzt müssen wir wieder darüber.
Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Na, kommt rein, ihr kleinen Kerl. So, jetzt kommen wir rüber. Okay, nach oben bitte. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch was machen könnten. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber... ich weiß auch gar nicht, wohin. Gut, gucken wir erstmal weiter und... gehen wir danach. Oh, 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 das ist nicht gut. Was ist das? Okay, keine Ahnung, aber irgendwas wie Treibsatz nicht reingehen. Ich weiß gar nicht, ob wir nur versinken oder irgendwann wirklich dann nicht mehr rauskommen. So. Oh, schön. Und haben wir es gleich? Ja, jetzt sieht es gut aus. Haust nicht, wie ihn geschieht. Was war das denn jetzt, bitteschön? So, okay. Da waren wir gerade und jetzt sind wir wieder hier. Versuchen wir es noch einmal, über die Grube zu kommen. Wow. Und schaffen wir es? Oh, ganz, 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 ganz knapp. Okay, gehen wir weiter. Kiste, Kiste, schön. Sesam, öffne dich. Wir haben ganz viel Zeug für Mac gefunden. Das war wieder mal Vorderbeine. Versperrt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Puh. Nein, 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 nein. Okay, gucken wir mal. Aber das bringt uns auch nicht weiter. Dann das hier. Wer kämpft jetzt? Wow, ich sollte lieber aufpassen. So. Konzentration. Konzentration. Uah! Tot. Mal gucken, wo wir sind, wenn es wieder fertig ist. Oh, hier sind wir. Schön, das ist gut. Ich wollte gerade wieder letztens sagen, das dauert wieder Stunden, bis es fertig ist mit Laden. Aber ging doch sehr schnell. Ich weiß nicht, ob wir da hochkommen. Ich würde gerne da hochkommen, weil der Aufsehen-Tunnel ist ein bisschen mehr zurück, was uns noch bestimmt weiterhilft im Laufe der Zeit. Aber bis jetzt, wie ihr seht, der richtige Weg ist... muss man die auch anders machen. Ich bin immer so... springen, springen und Düse drücken. Und das war jetzt einfach mal Düse drücken, springen, springen. Ui, was ist das denn? Hier geht's rein.
da drüben ist. Ja, das war jetzt ein bisschen krank. Geschafft, Mac. Oh mein Gott. Eine Schnellreisestation wieder und... Rot ist gut, kann ich loslassen und jetzt stopp und da haben wir es. Was ist denn hier los? Kommt da irgendwie hier raus? Okay. Gut, haben wir den jetzt Einhalt geboten. Okay, ansonsten... Hat er keine Chance gehabt. Ah, da ist noch einer. Sehr schön. Auch wieder keine Chance gehabt. Gucken wir mal kurz hier oben rum. Können wir mal suchen lassen. Los, suchen wir. Denn hier ist ja sehr viel Platz, um was fallen zu lassen. Ich kann leider nicht schneller rennen. Gut, ist eine Wüste, von daher sei es ihr gegönnt, ein bisschen langsam zu laufen. Okay, dann extra immer das. Oh. Oh. Ich weiß nicht, was das jetzt war, aber das ging jetzt erstaunlich gut. Schön, dann haben wir den nächsten. Ich sammle noch kurz alles ein und ja. Schön, jetzt haben wir glaube ich 7. Genau. Die brauchen immer um irgendwas zu öffnen. Da geht es bestimmt auch nochmal rein, aber wir folgen erstmal dem Signal und gehen in die Richtung. Da vorne. Moment. Da ist noch ein Crawler. Hinter uns? Wo ist er denn?
Ich habe mein Signal vor 5 Tagen aktiviert. Dein K9 hat sehr lange gebraucht, um mich zu finden. Geht es ihm gut? Mac? Ihm geht's gut. Was auch immer die anderen Bots durchdrehen lässt, er ist nicht davon betroffen. Der ganze Planet ist durchgedreht. Kai Bren, Kernwartung. Jule Adams, Atmosphärenstörung. Ich habe Ersatzteile gesucht, um mein Bein zu reparieren. Aber leider konnten wir die großen Kernbots nicht zum Crawler locken. Ich bin nicht schnell genug, um sie zu jagen. Und Seth? Er hat viel zu viel Angst, um allein rauszugehen. Wenn du willst, können Mac und ich nach den Teilen suchen. Wirklich? Das wäre toll. Hier, nimm das. Du brauchst das eher. Ich habe eine Liste mit allen Teilen für mein Bein im Crawler. Ich gebe sie dir über Funk durch. Okay. Gut. Und Jule? Ich bin froh, nicht allein zu sein. Ich auch. So, wir sind nicht alleine. Okay, ja. Laut und deutlich, Kai, was gibt's? Die Teile sind in einem Kernbotnest in der Nähe zu finden. Ich markiere es auf der Karte. Wir sind schon auf dem Weg. Ein bisschen unhöflich, bitte uns nicht rein. So. Da vorne ist die Mission und da vorne geht's weiter. War ich da schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Wir sind da schon vorbeigekommen, das ja. Aber so reingehen. Vorübergehende Lebensräume sein. Sobald alle Crews wach waren, sollten sie in Wohntürme und andere Gebäude in der Nähe der Arbeitsbereiche ziehen. So, sagen wir erstmal an dieser Stelle wieder eine kleine Pause. Und es geht dann weiter hier im Video und wir suchen dann weiter seine Beine. Oder ein Bein. Das andere hat er. Bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, euer Coachy. Bye!